Heute wird's feurig. Es geht nach Mexiko. In 4 Challenges macht Harro mit Profikoch Bernd Tacos, Salsa und Guacamole. Wer kann schneller diese Leckereien zubereiten? Für die mexikanischen Snacks geht's für Harro und Bernd wieder ab ins Küchenstudio. Mexiko! Das ist unser Thema heute. Mexiko. Ja, Mexiko. Runde 1, Taco Bowls. Ein leckerer Mix in der Taco-Schale. Jetzt machen wir erstmal den Teig. Der besteht aus 2 Dritteln Maismehl, 1/3 Weizenmehl, etwas Salz, Öl und viel Wasser. Was faszinierend ist bei Maismehl, finde ich faszinierend, das ist du gibst gemacht. Wasser rein und es ist sofort weg. Und da man braucht wirklich viel Flüssigkeit. Alles saugt dir alles auf, das ist total krass. Ordentlich durchkneten, schon kann die erste Challenge starten. Die Aufgabe, wer schafft es, schneller 2 Tacos in Schalenform zu bringen und zu backen. Bernd nutzt dafür klassische Backofenformen. Und jetzt, mein Lieber. Die muss ich doch einölen dann. Pass mal auf. Oha. Schau mal her. Harro hat einen Waffel-Cup-Maker entdeckt. Den will er zweckentfremden. Ob das gut geht? Bist du fertig? Ja. Ja? Ja. Ja! So. 1, 2, 3, los! Mit Schwung geht's ran an den Teig. Harro hat einen Vorteil. Er muss den Teig nicht ausrollen. Bernd schneidet seinen mit dem Tellertrick in eine runde Form. Das dauert. Harro ist längst beim Gadget befüllen, Deckel drauf und circa 3 Minuten warten. Bernd kämpft noch mit einem anderen Problem. Teig aus Maismehl ist sehr brüchig. Oh, es reißt der. Der Teig reißt. Ehrlich? Nein. Das ist ja doof. Ja. Ich glaube, ich habe den viel zu dick gemacht. Aber es ist jetzt auch irgendwie. Schadenfreude ist die schönste Freude. Bernd schiebt seinen Teig erst 2,5 Minuten später in den Ofen. Kleiner Tipp, die Teigreste nicht wegschmeißen, sondern Tortilla-Chips draus backen. Bei Harro sieht's schon gut aus. Wie kriegst du die da raus? Das ist auch meine Frage. Ich werde sie dir umstürzen vielleicht einfach, oder? Ja. Im Ernst, das Ding kann man ja umdrehen. Ich nehme mal den Tipp von Bernd. Guter Tipp von Bernd. Boah, die schauen gut aus. Die sind wirklich gut. Die sind stabil. Die sind gleichmäßig. Riechen gut, oder? Die sind gut. Das Gadget hat perfekt funktioniert. Bernds Tacos sind erst 10 Minuten später fertig. Du hast. Ich find's schön. Zu Recht und mit einer guten Maschine gewonnen. Bei beiden sind die Tacoschalen perfekt knusprig durchgebacken. Der erste Punkt geht aber klar an Harro. Neue Runde. Wir brauchen die Füllung und zwar mexikanisch. Was da nicht fehlen darf? Mais. Wer schafft es schneller, 2 Maiskolben zu entkernen? Wie machst du das? Runterschneiden. Schneiden, Messer. Ja? Mhm. Harro hat dagegen diesen praktischen Maisentkerner am Start. Einfach Maiskolben oben draufsetzen und runterdrehen. Schon fallen angeblich die einzelnen Maiskörner in die Schale. Hiermit kann man zugreifen. Ja. Das ist halt durch diese Ecken. Ein bisschen konisch auch. Es ist ein bisschen so, dass man praktisch wirklich auch das drehen kann. Braucht man am Anfang allerdings nicht. Nur wenn du siehst, ich nehme das mal so, das würde so natürlich nicht ausreichen, auch mit der Schüssel. Mhm. Also wird man anfangen so und dann dreht man es um und dann kann man hiermit besser greifen. Klingt nach Wissenschaft. Wir werden es gleich sehen. Harro, zeig mir dein 2, 3, los! So. Der Profi nutzt wie immer gekonnt sein Messer. Übrigens, Mais aßen die Ureinwohner Mexikos schon vor über 7000 Jahren. Erst Christoph Kolumbus brachte ihn nach Europa. Heute ist Mais das am meisten angebaute Getreide der Welt. Und wie schlägt sich Harro mit seinem Mais-Gadget? Eine Kolbenhälfte nach der anderen entkörnt er schnell und geschickt. Funktioniert über einen scharf gezackten Ring, der sich zwischen Strunk und Körner gräbt. Müssen die in der Schüssel sein? Wie bitte? Ich bin zu langsam. Hm. Top. Top-Gerät. Ja, finde ich sehr gut.
Sauber entkernt ist der Mais bei beiden, aber Harro war schneller. Punkt für unseren Reporter, es steht 2:0. Aber Bernd kann aufholen. Zwei Challenges kommen ja noch. Doch erst geht's ans Zubereiten der Taco Bowl-Füllung. Dafür braten die beiden Zwiebeln und Hackfleisch in der Pfanne an. Dann Tomaten, Creme fraiche, Chili, Käse und Gewürze dazu. Und natürlich der Mais. Alles lecker anbraten und in die Taco Bowl füllen. Voila! Boah, was für ein geiles Geräusch. War das ein Zahn oder war das nur die Schale? Beides. Ist ein bisschen hart oder geht's? Nee, wie hat sich's angehört? Hart. Aber lecker. Ja. Wer Würziges mag, braucht diesen mexikanischen Dip. Salsa cruda. Hauptbestandteil ist Limettensaft. Runde 3. Wer bekommt mehr Saft aus 3 Limetten? Diesmal geht's nicht um die Zeit, sondern um die Menge. Limetten, hast du da irgendwie so ein Spezialwissen? Ja, Limette ist einfach sehr fest natürlich. Und deswegen ist halt dieser Rolltrick am Anfang ganz gut, wenn du schon so ein bisschen zwischen den ganzen Fasern, die da drin sind, den Saft schon ein bisschen so rausdrückst. Wir wollen so viel Saft wie möglich haben. Und ich habe dafür ein Gadget. Harro hat sich für diese Challenge einen Profi-Entsafter besorgt. Ob er Bernd damit schlagen kann? Los geht's. Ja? Komm. Den Rolltrick machen beide. So löst sich der Saft schon mal aus den Zellen. Dann halbieren und losquetschen. Bernds herkömmliche Saftpresse kennen wir alle. Doch wie funktioniert das Teil von Harro? Die Quetschzange hat auf der einen Seite eine Kuhle, da kommt die Limette rein. Und zwar mit der aufgeschnittenen Seite nach unten. Beim Zudrücken stülpt das Gegenstück die Schale runter und dreht so die Limette quasi auf links. Das bringt besonders viel Saft. Schau mal, was du da jetzt alles reingeschmissen hast an Fruchtfleisch. Nimmst du das nicht? Wie soll ich denn das Fruchtfleisch nehmen? Ja, aber ich nehme das Fruchtfleisch. Darf ich mal ganz kurz sagen, wie soll ich mit meiner Oma Hausfrauen... Tu das da rein. Jetzt, wo ich es alles weggetan habe, nur die Kerne nicht. Aber Fruchtfleisch, klar. Welche Kerne hat eine Limette? Hat eine Limette keine Kerne? Die Limette hat keine Kerne. Dann brauchst du das Gitter nicht. Warum hast du das Gitter denn dran gemacht? Der Typ ist so ein Freak, ey. Was beschwert sich Bernd denn? Sieht doch gut aus. Shit. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ach, habe ich mir nicht? Ja, klar. Das gibt's ja nicht. Ich habe gewonnen. Das hätte ich, also das... Damit haben wir gewonnen. Also ich und sie. Das ist nämlich eine Sie, Oma Gerdas Zitronenauspresse. Harro brauchte weniger Kraft, aber Bernd gewinnt und sichert sich die Chance, heute doch nicht als Verlierer rauszugehen. Es steht 2:1 für Harro. Die mexikanische Salsa cruda mit Limettensaft mixen die beiden wieder gemeinsam an. Dafür hat Bernd einen super Tipp. Was ich sehr schön finde als Tipp, ich meine, das ist jetzt eine rohe Soße, Salsa cruda. Mhm. Wenn man jetzt Zwiebeln verwendet für irgendwelche Soßen oder für Salate oder irgendwie sowas, wenn man die ein bisschen vorher schneidet, Salz und Zucker, auch gerne ein bisschen Säure dran macht und einfach so ganz feste drückt. Bei der Zwiebel? Und dann stehen lässt. Dann hast du trotzdem den Zwiebelgeschmack, aber man verträgt die Zwiebel besser. Neben Zwiebeln braucht die perfekte Salsa außerdem Paprika, Chili, den Limettensaft sowie Salz und Pfeffer. Dann gut mixen. Doch für richtig mexikanisch fehlt noch was. Guacamole. Runde 4. Jeder muss 2 Avocados schälen, entkernen und zermatschen. Harro hat dafür einen Matsche-Hack gefunden. Dafür braucht er seine Hand. Und er hat gleich noch ein Ass im Ärmel. Gut. Also du weißt Bescheid? So machen wir das. Ich weiß Bescheid, wie ich es mache. Du weißt Bescheid? Ich hoffe, du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid, wie ich es machen will. Okay, 1, 2, 3, los! Schritt 1 für beide, die Avocados in 2 Hälften teilen. Bernds Plan, der klassische Weg. Erst Fruchtfleisch rauslöffeln, dann mit einer Gabel zerdrücken. Harro quetscht sofort per Hand aus, die ganze Avocado samt Schale. Und hier kommt sein zweiter Trick, ein Kartoffelstampfer. Wenn das mal nicht super schnell geht. Drückst du drauf bei mir? Ich drück nicht bei dir drauf. Ja! Da kann ich mir jetzt Zeit lassen, weil die sind so schön, dass ich sie mit der Gabel erstmal nicht zerkleinern kann, dann schneide ich sie nämlich erst. Ach, Harro, ich hab's leider nicht... Oh, schaut aber gut aus. Zeig mal deine Hände. Na ja, gut, schaut auch nicht so gut aus. Nee, das stimmt. Ich lasse das jetzt.
Hey! Eine Minute und zwei länger. Harros Matsch-Aktion hat sich gelohnt. Er gewinnt die Avocado-Challenge. Vorbei ist es aber noch nicht. Erst kriegt die Avocado-Pampe noch Geschmack. Mit Bernds Profi-Tipp zum Würzen entsteht die perfekte Guacamole. Wenn du eine schöne Avocado hast, lass Avocado sein. Bisschen Zitrone für die Säure, dadurch kommt das Nussige besser raus. Du bist wirklich sehr rustikal bei sowas. Ein bisschen Salz, fertig. Die Avocados verhelfen Harro zum Tagessieg. Er gewinnt mit 3:1. Das sind unsere Nachos, die wir vorhin gemacht haben. Hat unterschiedliche Formen. Aber sind schön geworden. Ich bin besonders glücklich heute, habe ich dir schon erzählt? Du hast heute aber auch gute Gadgets gehabt. Hat sehr Spaß gemacht, auch wenn ich leider verloren habe. Aber Mexiko, ein tolles Land. Ich sage einfach nur Olé, bis zum nächsten Mal.